Zwei weiße Federn in vertrocknetem Gras habe ich heute in meinem Garten gefunden. Und die beiden Federn, die lagen so nebeneinander, dass sie mich an Engelsflügel erinnert haben. Da musste ich lächeln, denn einen Engel, den habe ich heute wirklich gut gebrauchen können, zum Trost. Heute hat nämlich mein Mann Geburtstag und der ist noch immer in Indien weit entfernt. So haben wir dann als Familie seine Geschenke hier in Wesseling ausgepackt, während wir mit ihm Videochatteten. Das war natürlich eine Notlösung, aber so waren wir wenigstens miteinander verbunden. Ja, Corona hält uns noch im Griff, im Atem. Und wann wir meinen Mann wiedersehen, das ist völlig ungewiss. Denn nach wie vor sind internationale Flüge nicht möglich, zumindest nicht nach Indien möglich. Das scheint noch ein langer Weg zu sein, bis das wieder geht. Das alles hat mich erinnert an den Spruch für den Monat Juli, also den Spruch, der uns in diesem Monat begleiten soll. Der steht im ersten Buch Könige in Kapitel 19. Und da heißt es: Der Engel Gottes rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss, denn es liegt noch ein weiter Weg vor dir. Wir finden Elia in diesem Kapitel in der Wüste. Er ist vor der Königin Isabel geflohen, die ihn töten lassen will. Denn er hat 450 ihrer Priester hinrichten lassen. Jetzt ist er also auf der Flucht und völlig erschöpft und am Ende mit seiner Weisheit. Er liegt unter einem Ginsterbusch und will nur noch sterben. Und in dieser Situation begegnet ihm zweimal ein Engel und der rührt ihn an und bringt ihm frisch gebackenes Brot und einen Krug mit Wasser. So gestärkt kann Elia dann seinen Weg weitergehen und seinen Auftrag als Prophet Gottes doch noch erfüllen. Ich finde diese Geschichte sehr tröstlich, denn sie zeigt, dass Gott keinen im Stich lässt. Auch uns lässt Gott nicht im Stich. Auch uns schickt er seine Engel, die uns immer wieder stärken mit kleinen, ja, Momenten der Freude, die für uns Brot und Wasser sind. Auch in dieser Zeit, in der ja vieles noch ganz anders ist als sonst, in der nichts zu planen ist, in der wir immer noch auf Distanz zueinander gehen müssen, in der wir uns nicht unbeschwert treffen können. Auch in dieser Zeit lässt Gott uns nicht im Stich und schickt uns kleine Momente der Freude. Für mich ist im Moment so ein Moment, weil unsere Tochter bei uns ist. Sie ist aus England gekommen. Für ein paar Tage ist sie jetzt hier, um mit uns ihren Geburtstag zu feiern. Wenigstens ein Geburtstag, den wir aus nächster Nähe miteinander erleben und feiern können. Zwei Federn in vertrocknetem Gras, ja, Gottes Engel sind um uns. Sie behüten uns und sie stärken uns immer wieder, jeden Tag aufs Neue.